Herzlich willkommen zu VfR TV. Heute vierter Spieltag, Nachholspiel für uns gegen Spiele aus Landshut. 1-0 zur Halbzeit, dann zurückgekommen 3-1, noch einen überragenden Sieg geschoben. Ja, bin überglücklich. Also auswärts sind wir zurzeit in der Macht. Haben hier wirklich ein tolles Spiel gemacht. Auch in der ersten Halbzeit fand ich es gut. Wir haben wahnsinnig hohe Ballpräsenz. Wir haben bestimmt 70%
Ballbesitz und spielen eine gute Organisation, kommen halt final nur zweimal durch. Aber ich denke, das ist dem geschuldet, dass konditionell dann auch jede Mannschaft komplett mithalten kann. Und in der zweiten Halbzeit haben wir halt richtig angeschoben, wir haben uns was vorgenommen in der Halbzeit, weil den Elfmeter mussten wir gut machen. Also so ein Zufallselfmeter, wo ein Spieler nicht sieht, der Ball ihm an die Hand, an den Arm springt, er noch nicht mal wirklich eine Torschance vereitelt oder sowas, ist halt einfach schade, durch sowas ein Spiel vielleicht zu verlieren. Deswegen haben wir uns was vorgenommen in der Halbzeit und das haben wir 100% umgesetzt, muss ich ehrlich sagen. Haben wir einen besonderen Moment gebraucht mit dem Freistoß vom Flo, aber dafür haben wir ihn. Dafür ist er da. Er hat einen wahnsinnig tollen rechten Fuß und kann dann auch gucken und sieht es auch, wo ein Torwart dann auch vielleicht mal eine Schwäche hat. Ja, du sprichst es an, das ist dann mehr oder weniger das dritte Gegentor im vierten Spiel. Der Schnitt ist jetzt nicht der beste, aber man sagt, das war eigentlich ein Zufallselfmeter. Muss man immer die Abwehr ein bisschen herausheben. Natürlich war der Flo heute mit zwei Hütten der Mann, aber die Abwehr stand, ne? Ja, aber der Flo spielt zurzeit sechs und das heißt, die sechs gehört absolut mit zum Abwehrverbund dazu. Die anderen auch, aber der Flo hat da wahnsinnig gearbeitet vor der Abwehr heute und die Kette hat überragend gespielt. Also wenn man überlegt, der Gegner hat eigentlich nur Standardsituation als Torschance. Und zwei diagonale Bälle, die ja wo wir zwar gut stehen, aber wo sie halt ein bisschen durchkommen, aber es passiert halt nichts. Das heißt, unser Torwart hat halt wieder nicht richtig was zu tun gehabt und die Kette steht wahnsinnig gut. Also innen steht sie gut, ich bin über die Umstellung von Carsten auf Nico 100% zufrieden. Mit Philipp ist ein neuer Außenverteidiger wieder da. Der zurzeit sehr, sehr viel Freude dran hat und wahnsinnig gut spielt. Und Wolfi ist gewohnt souverän. Also von daher passt hinten alles. Jetzt hat man letzten Sonntag gegen Pullach gespielt. Pullach eher die technisch starke Mannschaft. Heute Landshut kämpferisch mehr oder weniger stärker oder mehr ausgelegt auf Kampf. Wie stellt man sich auf sowas ein? Ja, ich habe vorher gesagt, dass es eigentlich eine sehr, sehr kampfstarke Mannschaft ist. Ich war ein bisschen überrascht über die Passivität die erste halbe Stunde. Dann haben wir, wie gesagt, sie ein bisschen ins Spiel gelassen mit ein bisschen vielen Standardsituationen. Aber ich habe sie kämpferisch gar nicht so stark gesehen, wie wir das zum Beispiel gegen Ismaning gesehen haben im Eröffnungsspiel und wie mir das andere Trainer auch beschrieben haben. Also wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht, glaube ich, dem Gegner unser Spiel aufgezwungen. Und wenn du das machst, dann tut sie halt jeder schwer. Jetzt Sonntag, 2-3, geteilter Erster, wenn man die Tordifferenz nicht sieht. Topspiel. Ach, ja, ich gucke mir die Tabelle zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich an. Ich bin froh, dass wir einen Punkteschnitt haben, der weit über 2 liegt. Das heißt, dann hast du keine Sorgen, was den Abstieg angeht. Aber ich muss sagen, Schwab München ist eine gute Mannschaft, auch eine gut organisierte Mannschaft. Ich kenne den Trainer ganz gut und ich freue mich auf das Duell. Mal gucken. Ich habe die Mannschaft leider noch nicht gesehen. Muss mich ein bisschen wieder auf das verlassen, was mir andere erzählen. Aber ich freue mich darauf. Es ist wieder ein neuer Platz, neues Stadion, was wir kennenlernen, neue Umgebung. Für uns ein großes Festival zur Zeit. Und wie du gesagt hast, auswärts sind wir stark. Sind wir stark. Danke, Daniel. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und viel Glück am Sonntag, Herr Schwab München. Dankeschön. Danke.